The men that I worked with didn't look after me like this 20-year-old girl. They worked me like a donkey and I made loads of money for them. Sold over 1 million records. It wasn't like I was trying to be a pop star. I just wanted to make songs. I decided, I don't care what you think. I want to make punk rock music. I'm gonna. I was dropped from my record label. As soon as I made something creatively different, they just ditched me. Sie haben sie ausgenutzt wie einen Esel und dann einfach fallen gelassen. Und das, als sie gerade mal 20 Jahre alt ist. Die britische Musikerin Kate Nash sagt das und geht hier mit ihrem ehemaligen Label ziemlich hart ins Gericht. Der Ausschnitt, der kommt von der Doku Underestimate the Girl. Die Doku, die zeigt Kate Nash's Struggle mit der Musikindustrie und ihren steinigen Weg als später unabhängige Künstlerin. Mittlerweile, da ist Kate aber wieder unter Vertrag und zwar beim Indie-Label Kill Rockstars. Und dort ist jetzt auch ein neuer Song von ihr erschienen. Change heißt der und der ist unser Song des Tages. Es ist Samstag, der 10. Februar. Mein Name ist Marie Einter und ihr hört den Popfilter. Hi! Through, he said, girl, you don't know how much I missed you, but we better run, 'cause I haven't got the funds to pay this. Als unbekannte DIY-KünstlerInnen starten, sich immer weiter nach oben arbeiten und dann irgendwann bei einem Major-Label landen. Ja, so stelle ich mir zumindest die ideale Musikkarriere vor. Bei Kate Nash läuft es aber ziemlich genau andersrum. Bekannt wird sie Mitte der Nullerjahre tatsächlich erstmal über ihre MySpace-Seite. Da wird sie von niemand Geringerem als Lily Allen entdeckt, die ziemlich von Kate Nashs Musik schwärmt. Und siehe da, prompt wird sie bei Fiction Records unter Vertrag genommen, einem Ableger von Universal. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. Mit Foundations landet sie dann auch gleich mal einen internationalen Hit. Ihr Debütalbum Made of Bricks ist 2007 ebenfalls ziemlich erfolgreich und erreicht später sogar Platinstatus. Einer Karriere als Britpop-Sternchen scheint also nichts mehr im Weg zu stehen. Es kommt dann aber doch alles irgendwie ganz anders. Nach Album Nummer 2, da hat sie keine Lust mehr auf diesen zuckrigen Piano-Pop. Sie will sich musikalisch weiterentwickeln. Sie liebt Punk- und Riot-Girl-Bands, gerade die der 90er, und beschäftigt sich in ihren Songs jetzt lieber mit Sexismus, Feminismus und Empowerment. Für ihr Label ist das alles ein bisschen zu kratzig und kommerziell nicht vielversprechend genug. Also wird Kate Nash fallen gelassen. Einfach so via Textnachricht und ohne große Erklärung. Später kommt dann auch noch raus, dass ihr Manager große Summen Geld von ihr klaut. Deswegen ist sie damals fast bankrott. Aber sie macht trotzdem weiter Musik, gründet ihr eigenes Label und bringt ihr drittes Album Girl Talk trotz dieser finanziellen Schwierigkeiten einfach selbst raus. Auch wenn sie kommerziell nicht mehr an die Erfolge ihres Debüts anknüpfen kann, hat sie erstmal genug von Major Labels und arbeitet die nächsten Jahre als unabhängige Künstlerin weiter. Kreative Selbstverwirklichung und künstlerische Integrität, die sind ihr wichtiger als kommerzieller Erfolg. Ja, und zwischendurch, da macht sie auch immer wieder Abstecher ins Theater oder ins Fernsehen. Von 2017 bis 2019, da spielt sie zum Beispiel in der Netflix-Wrestling-Show Glow mit. That's the name. Women's wrestling is our game. If we play rough, please don't blame us. Our style is wild and you know you can't tame us. Glow, glow, that's
the name? Women's Wrestling is our game. Wie gesagt, nach 12 Jahren als unabhängige Künstlerin hat Kate Nash jetzt wieder eine musikalische Heimat gefunden, und zwar beim US-amerikanischen Indie-Label Kill Rockstars. Das hat in den 90ern schon eine Menge Riot-Girl-Bands rausgebracht, etwa Bikini Kill oder Slater Kinney. Passt also ziemlich gut zu dem, was sie eigentlich machen will. Der erste Song, den sie auf dem Label veröffentlicht, der klingt jetzt allerdings gar nicht mal so punkig. Change heißt der Track, und darin geht's, klar, um Veränderung. Es geht um Beziehungen und darum, wie die sich immer wieder weiterentwickeln und verändern, seien das nun Liebesbeziehungen, Freundschaften oder Arbeitsverhältnisse. Dinge enden und das ist okay, schreibt Kate Nash zu ihrem neuen Song. Ja, ihre neue Ära, die beginnt jetzt aber erstmal, und ihr neuer Song, der tut das jetzt auch. Das ist Kate Nash mit Change. I make my bed in the morning because I believe in a fresh start. Someone said it's never too late to begin being. Afraid you aren't. Hot coffee on the stove left a little too long, and I burned the beans. But I don't have time to make a new one, so I'll take it with me. As I drink it up, I think, damn, this cup could be better. Is this just the sun makes me depressed.
can we make it alright? Kate Nash mit Change, dem ersten Song, den sie beim Label Kill Rockstars veröffentlicht. Das war der Popfilter für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. An dieser Folge mitgearbeitet haben Yannick Köhler und Benjamin Zerdani. Mein Name ist Marie Einter und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Musikhören. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!